Hartleck, welcome aus den Niederlanden. Heute nehme ich euch mit auf 300 Kilometer. Von Wegruhe nach dem Sturm. 4 bis 5 Windstärken hat es. 50 bis 70 Stundenkilometer Böen. Das ist der Grund, warum ich gestern ein bisschen umgeroutet habe für diesen 300er. Ich fahre hier nach Westen, nach Holland. Und da kommt der Wind natürlich. Und habe es mir deswegen überlegt, weil ich meine Ratschläge aus dem Windvideo einfach mal befolgen wollte. So, das heißt, ich wollte einfach den Wald ein bisschen meiden und hier eher übers flache Land fahren. Das heißt nicht, dass es hier nicht den einen oder anderen umgestürzten Baum gibt oder viele Äste, die auf den Wegen liegen. Aber natürlich ist die Gefahr hier zwischen den Feldern wesentlich geringer als im Wald. Wie so oft, wenn ich nichts finde, fahre ich an die Tanke. Da gibt es dann Wasser und Kaffee und ein paar kleine Snacks. Wobei das jetzt nicht so der absolute Bringer ist. Beim letzten Video, da wurde ich darum gebeten, den Track, den ich fahre, einzublenden oder anzugeben. So, das mache ich ab jetzt und ich versuche das für die vergangenen Videos auch zu machen, dass ich das unten in der Videobeschreibung einfach mal verlinke. Und ansonsten kann ich zur heutigen Strecke eigentlich sagen, die ist ziemlich einfach. Ich bin von Köln heute Morgen losgefahren, habe in Göln-Vogelsang erstmal eine halbe Stunde vor einer Schranke gewartet. Ich nehme mal an, die Bahn hat geguckt, ob da noch irgendwelche Baumstämme auf der Bahn lagen. So, und dann ging es weiter über Brauweiler, Niederaußem nach Jülich. Von da gab es einen ganz schönen Radweg eigentlich nach Aldenhofen und nach Alsdorf. Und dann ging es straight Richtung Holland über Herzogenrath und gerade bin ich gefahren und zwar in Richtung Maastricht. So, jetzt befinde ich mich hier um die 50 Kilometer westlich von Maastricht, mache jetzt einen großen Bogen Richtung Norden und fahre dann wieder zurück. Bin jetzt so bei 100 und lasst mich nicht lügen, 137 Kilometern, habe noch 183 vor mir. Also ein bisschen was geht heute noch. Jetzt gleich auf dem Rückweg sollte ich allerdings Rückenwind haben. Ich versuche ja immer 5 Stunden für 100 Kilometer zu brauchen und ich bin jetzt hier bei Kilometer 160 und bin schon 10 Stunden unterwegs. Also eine Stunde würde ich mal fürs Filmen abrechnen. Ja, das tue ich für euch und eine Stunde für den Gegenwind. Das heißt also 8 Stunden, damit wäre ich wieder im Schnitt. So, und ich wollte heute Abend eigentlich vor 24 Uhr zu Hause sein. Tja, jetzt noch 160 Kilometer vor mir. Und wenn ich so weiter filme, dann schaffe ich das auf keinen Fall. Das hier hinter mir ist der Albertkanal und dem kann man theoretisch bis Antwerpen folgen oder in die andere Richtung nach Maastricht.
So ein paar Eigenheiten nochmal vom 300er. Zum 200er ergeben sich mir da zwei Dinge. Ich sattel da mal ein bisschen auf. Wenn ihr das 200er Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich das mal zum Schluss. Das erste ist eine kleine Powerbank. Wichtig sind mir ein Handy und jetzt das Navi, dass das immer weiterläuft. Das Handy kommt locker über die 300 Kilometer. Das Navi schafft die auch. Muss ich aber schneller fahren. Und da ich das nie so ganz im Griff habe, nehme ich zur Sicherheit so eine kleine Powerbank mit. Und die habe ich dann auch in meiner kleinen Tasche hinten im Rücken, quasi im Portemonnaie. So klein ist die. Die reicht für ein, zwei Navi-Ladungen. Und mehr brauche ich da auch nicht. Denn ich möchte eigentlich ganz gerne das Fahrrad, so weit es geht, frei von Taschen haben. Ich mag einfach das Gefühl, wenn da keine Taschen dran sind. Ist komisch, aber ist so. Der zweite Punkt. Das sind eigentlich zwei Dinge, die ein bisschen zusammenhängen. Beim 300er ist man ja sehr lang unterwegs, morgens vom Dunkeln und kommt im Dunkeln wieder an. Und man sollte natürlich, je länger die Fahrten werden, sich mehr Gedanken auch über Pausen machen. Also natürlich das Thema Pausen ist ein wichtiges bei längeren Fahrten. Bei so einem 300er mache ich zwei oder drei Pausen. Und das hängt dann natürlich direkt mit der Nahrungsaufnahme zusammen. Sprich, bei den Pausen kann man auch direkt die Flaschen wieder auffüllen und ganz gut auch ein bisschen Nahrung zu sich nehmen. Also das kann man ganz gut zusammen machen. Und deswegen, wenn ich auf den 300er gehe, da fange ich schon an, darüber nachzudenken, mir Dinge in Restaurants, in Imbissen, in Bäckereien, in Supermärkten oder sonst wo zu kaufen. Am liebsten natürlich setze ich mich auch mal kurz hin und esse eine Kleinigkeit, was Warmes. Das tut unheimlich gut, belastet den Magen gar nicht so sehr, wie ich finde. Denn schließlich ist man ja 15 Stunden unterwegs und das fährt sich relativ schnell auch wieder raus. So, jetzt werde ich gleich diesen Kanal hier wieder verlassen und dann geht es schon in Richtung deutsche Grenze. Ja, und dann bin ich froh, wenn ich es noch irgendwie in Richtung Mitternacht schaffe. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel filmen. Wird auch dunkel, da ist die Kamera nicht so geeignet für. Und deswegen werde ich jetzt nicht mehr so viele Aufnahmen machen und mich nochmal aus Köln melden. Ja, so, jetzt bin ich also hier in Köln angekommen. Nach 19 Stunden. Das ist relativ viel. Und stehe jetzt hier in meinem Keller, an meiner Werkbank, wo ich also mein Fahrrad immer wieder schraube. Ja, wie gesagt, 19 Stunden ist recht viel, 2 Stunden gehen aber bestimmt aufs Filmkonto. Deswegen also so 17 Stunden ist okay die Zeit, aber flink war es jetzt auch nicht. Waren aber auch eher widrige Bedingungen. Zum Schluss hatte ich sehr, sehr viel heftigen Wind, auch teils von der Seite, so dass ich also auch wirklich immer wieder ausgebrochen bin mit dem Fahrrad. Das war auch wirklich an der Grenze. Kalter Regen kam auch noch mit dazu, ein bisschen mehr als erwartet, muss ich sagen. Ich hatte ja keine Regensachen dabei, sondern bin so gefahren, wie ihr das so seht. Ja, ist ganz schön frisch heute hier. Ja, also das war der 300er. Viel habe ich ja jetzt nicht dazu erzählt. Liegt aber auch daran, dass ich persönlich der Meinung bin, dass er sich eigentlich gar nicht so sehr vom 200er unterscheidet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich erstmal über ein Like und natürlich auch über Kommentare hier unten unter dem Video.
Und wenn ihr wollt und euch auch der Kanal vielleicht gefällt oder auch diese Long Distance Cycling Reihe, dann abonniert doch einfach den Kanal und macht das Glöckchen an. Dann werdet ihr also immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Die nächsten Ausfahrten mache ich erstmal ohne Kamera. Aber es kommt sicherlich bald wieder eine Gelegenheit, wo ich ein Thema mal mit aufs Fahrrad nehme. So, jetzt wünsche ich euch noch allen einen schönen Abend. Ist gut. Wir haben jetzt kurz nach eins. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich wünsche euch was.